Hallo und willkommen zurück zu Fallout 4 und beim letzten Mal hatte ich kläglich versucht, da Strom dran zu bekommen. Und das scheint aber alles ganz anders zu funktionieren, als ich das gedacht hatte. Und auch wesentlich simpler. Wofür die Dinger hier gut sind, weiß ich jetzt auch gar nicht. Kann ich das jetzt nicht irgendwie? Moment. Ich mache das jetzt immer so, wie ich das ursprünglich gedacht hatte. Also den. Das will ich nicht. Den nehmen wir. Und stellen den jetzt drauf. So. Und jetzt müsste ich theoretisch von da einfach die Leertaste drücken können, Kabel, und kann dieses Kabel rein theoretisch da dran machen. Und damit ist es auch schon angeschlossen. Du hast ein erstes Objekt mit Energie versorgt. Glückwunsch! So, für das er jetzt genau gut ist, weiß ich nicht. Lagern. 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 Toll, und da komme ich jetzt nicht dran. Weil das andere Ding größer ist. So. Wieder zurück. So, hervorragend. Jetzt müsste ich das ja anmachen können. Ach, das ist so an. Okay. Jo, okay. Und dann können wir hier unten noch... Oder das kann ich hier auch direkt noch hinstellen. Ups. Hinstellen. So ein Power-Management-Ding. Nicht Power Management. Produktion. Förderbänder, Maschinen. Eine Baumaschine. Stellt einfache Inventarobjekte her. Schließe ein Terminal an, um zu bestimmen, was hergestellt werden soll. Munitionsfabrik können wir bauen. Okay. Terminal. Leuchtkasten. Ein angeschlossenes Terminal auf zusätzliche Funktionen zuzugreifen.
Nutzen Sie patentierte Vault-Tec-Verwaltungstechniken, um Ihre Siedlung zu leiten. So. Okay. Wie möchten Sie Ihre Bewohner heute verwalten, Aufseher? Stellen für Arbeitslose finden. Möchten Sie Ihr Personal neu zuweisen? Keine Jobs verfügbar. Beschäftigungsübersicht. Arbeitslose Farmer. Keine Jobs verfügbar. Auf VIP-Suche zugreifen. Dogmeat zeigen. Aha. Vom Aufseher gesucht. Dogmeat. Jetzt? Achso, der wird mir wahrscheinlich auch auf der Karte angezeigt oder sowas. Ja. Nehme ich mal an, dass der jetzt wieder da raus ist. Ja. Naja, aber das ist eigentlich so ganz cool. Ja. Aber das soll es dann hier auch erstmal gewesen sein. Übermüdet. Dann werden wir hier gerade nochmal schlafen. Achso, und wir werden, bevor ich das mache. Gute Arbeit mit diesen Verteidigungsanlagen. Ich hab sonst erstmal nichts. Aber ich glaube, Preston wollte mit dir reden. Preston? Ja, dann pumpen wir hier mal so lange, bis das ganze Wasser wieder, bis die ganzen Flaschen wieder vollgeladen sind. Wir könnten auch eventuell mal gucken, ob wir unseren Leuten Sachen verkaufen können. Wir können auch die Hitpoints mit aufladen. Das dauert natürlich Ewigkeiten. Okay, so, also Preston will mit uns reden. War das Preston? Hey. Willst du mit mir reden oder nicht? Kümmere dich gut um deine Waffe. Und sie wird dich nie im Stich lassen. Hey. Anscheinend will er nicht mit uns reden. So, Laborstation. Heilung. Stimpak, Redaway. Dafür brauchen wir Apotheker. Das würde sich aber doch sicherlich schon lohnen.
Ja. So, Werkstatt. Wir sind bei 103. Was haben wir denn, was so schwer ist? Achso, mit der Automatikpistole wollte ich noch schauen. Das ist die Waffendings. Automatikpistole. Automatikverschluss. Okay, das ist aber der. Ja, damit wärst du noch eine Impro-Pistole. Ja. Das heißt, die können wir auch wegpacken. Oder verticken, wenn es geht. Mein Vater hat mir beigebracht, dass man mit Klebeband alles reparieren kann. Einschusslöcher aber wohl eher nicht. Ich hab doch gesagt, Sanctuary würde wachsen. Das dritte Auge lügt nicht. Willst du jetzt was? Ja, ja, handeln und so. Ich will nur etwas Ausrüstung mit dir tauschen. Ne, der will nicht. Der, mit dem kann man nur tauschen und so, aber man kann nicht mit denen handeln, okay? Das heißt, da werde ich mal Waffen, das hier weg. So, dann haben wir hier eine 44er Pistole. Okay. Das Gewehr hatte ich anscheinend woanders. Hilfsmittel. Können wir hier noch irgendwas? Hirnpilz. Ja. Da können wir noch ein paar Sachen jetzt kochen, vielleicht. Braten. Eichhörnchen am Stiel. Hey. Ich bin neu in der Gegend. Ich wollte mich mal vorstellen. Ich wollte dir nur sagen, dass ich bereit bin, alles zu tun, um das hier zu einem richtigen Zuhause zu machen. Soll ich irgendwas Bestimmtes machen? Ich bin bereit, überall mit anzupacken. Cool. Brauchst du irgendwas? Nein, gerade nicht. Im Moment läuft alles recht gut. Okay. Da habe ich einen neuen Siedler bekommen. Ne, stellen wir weiter Krams her. Getränk. Köterkeule. Brauchen wir ein schmutziges Wasser für. Todeskrallensteak. Okay. So, jetzt wird es noch interessant. Okay. Meer kann auch grün sein, oder nicht? Damit kann man dann sehen, ob man hier irgendwas hat, was man kochen kann. Pass auf dich auf, Schätzchen. So, dann haben wir. Das hier war für die Rüstung. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Lederrüstung. Standard umgürtet. Schadens- und Energieresistenz. Jawohl.
Okay, zurück. Leichtbau, reduziert das Gewicht. Ne, ich will Taschen reinmachen, da brauchen wir Leder für. Mhm. So, dann haben wir linker Arm umgürtet. Rechtes Bein. Da haben wir auch kein Leder mehr für. So. Dann werde ich jetzt hier nochmal schlafen, essen und dann gehen wir in die Stadt erkunden. Oh nee, zum Schrottplatz nochmal. Also 3 Stunden schlafen. Gucken, ob das reicht. Du fühlst dich krank. Schlaflosigkeit. Na super. Dann müssen wir wohl länger schlafen. Wenn du noch nicht in Grey Garden warst, guck's dir an. Da wird alles von Robotern betrieben. So. Dann essen wir mal was. Du bist gut genährt. Da muss ich noch gucken, was das für eine Pille war. Erhöhte Chance, krank. Achso, wegen dem Antibiotika. Okay. Gut. Dann werden wir nochmal erkunden gehen. Achso, und die Waffe, die kann ich dann auch noch... Die Waffen kann ich auch gerade noch modifizieren. Eines Tages wird Sanctuary eine pulsierende Gemeinde sein. Mhm. Ich habe es gesehen. Da haben wir... Brauchen wir Kristalle und nukleares Material für? Okay. Standardlauf. Man kann alles reparieren. Waffen, Computer, Menschen. Man braucht nur die richtigen Werkzeuge. Oh, das sieht aber cool aus. Standardgriff. Wohl. Visier. Kurzreichweiten-Ziel für. Naja, dann haben wir wieder so ein Zieldings da. Ich glaube, es ist besser, einfach anders zu zielen. Kompensator. Da brauchen wir aber Waffenfreak für. Naja, aber das Basteln hier von den Gegenständen, das ist schon echt ganz cool. Da kann man ordentlich was machen. Und vor allen Dingen, die Sachen sehen auch alle entsprechend aus. So, den hier machen wir jetzt auch. Setzen wir da rein.
Sieht jetzt eher unspektakulär aus. Im Gegensatz zu diesem Monster. So, gucken wir mal nach, was das da ist. Abernathy Farm. Eine Katze. Werkstatt. Du bist nicht mit dieser Siedlung verbündet. Lala, klauen wir euch mal die ganze Nahrung. So. Na? Entschuldigung? Das ist nah genug, Fremder. Wir sind eine friedliche Farm. Wir wollen keinen Ärger. Handeln? Habt ihr was zum Handeln? Wenn du handeln willst, kannst du mit meiner Frau reden. Sie ist beim Haus oben, aber sei gewarnt, wenn du Ärger machst. Mach dich auf einen Kampf gefasst. Ich sag dir, die Landwirtschaft ist nicht einfach. Den ganzen Tag auf dem Feld, jeden Tag. Und ständig muss man auf der Hut sein. Was baust du an? Was pflanzt ihr denn hier an? Bisher hauptsächlich Tatos. Aber jetzt kommen Melonen dazu. Lake Abernathy. Bist du neu im Commonwealth? Ja und nein. Ist eine lange Geschichte. Wie auch immer, es ist schön, ein neues Gesicht zu sehen. Was ist mit dir? Schon mal daran gedacht, das Land zu bestellen? Was braucht man, um eine Farm aufzubauen? Mein Vater hätte gesagt, dass du drei Dinge brauchst. Land, Arbeitskraft und Liebe. Du brauchst Land zum Bestellen, steckst die Arbeitskraft eines ganzen Tages hinein und musst lieben, was du tust. Und wer das nicht tut, wird nicht lange überleben. Noch einen Rat. Wenn du eine Farm eröffnest, musst du dich mit den Raidern auseinandersetzen. Warum die viele harte Arbeit, wenn man sich alles mit vorgehaltener Waffe holen kann? Die Raider sind ein Problem für alle. Als die Raider das letzte Mal kamen, hat meine Tochter Mary ihnen die Stirn geboten. Jetzt liegt sie hinter dem Haus begraben. Sie war erst 21 und sie haben sie ohne zu zögern erschossen. Deshalb brauchen wir die Minutemen wieder. Und je früher, desto besser. Minutemen? Du, also, du meinst Preston Garveys Leute? Weißt du, warum sie sich in letzter Zeit kaum blicken lassen? Er ist drüben in Sanctuary und versucht, die Minutemen wieder aufzubauen. Was du nicht sagst, das ist in der Nähe. Wenn er früher hier gewesen wäre, könnte Mary vielleicht noch leben. Ich kann dir nicht viel bieten, aber diese Raider, die Mary getötet haben, haben auch ihr Medaillon mitgenommen. Es ist schon seit Generationen im Besitz von Connys Familie. Wenn du es zurückholen könntest, würdest du uns einen riesigen Gefallen tun. Na, aber sicher. Weißt du, wo sie herkommen? Ja, ich glaube schon. Einer von ihnen hat Olivia erwähnt, als sie hier waren. Ich vermute, sie haben sich in der alten Air Force Basis verkrochen. Den Gefallen erwidern.
Okay. Blake Abernathy hat mich gebeten, es mit der Long seiner Tochter von den Raidern zurückzuholen, die sie ermordet haben. Er glaubt, ich finde sie in der USAF-Satellitenstation. Okay. Hallo. Suchst du Arbeit? Wir könnten Hilfe bei der Melonenernte gebrauchen, falls du Zeit hast. Ich bezahle dir Kronkorken für jede Melone. Was bezahlst du? Ja, wie die Kronkorken von Flaschen. Weil es Geld ist. Zumindest hier im Commonwealth. Ihr bezahlt mit Kronkorken? Was ist denn mit Dollar und Cent passiert? Das alte Zeugs? Das nützt heute nicht mehr viel. Außer man möchte sein Klohaus bestücken. Was bezahlst du? 3 Kronkorken pro Melone. Kein schlechtes Geschäft, wenn du mich fragst. Sagen wir 5. Abgemacht? Abgemacht. Aber das bleibt zwischen uns beiden. Ich brauche nicht wieder eine Moralpredigt meiner Mutter. Mhm. Miss Abernathy. Ich wusste, du würdest uns helfen. Das ist auch ein interessantes Gebäude. Sehr cool. So, dann werden wir ja mal die Melonen sammeln. Hey. Neu hier? Wenn du was zum Handeln hast, kannst du gern mit mir reden. Was hast du vorrätig? Ist nicht viel, aber ich habe ein paar grundlegende Dinge. Munition, Medikamente und so. Munition und Medikamente? Wie grundlegend sind die denn? Sehr. Willst du hier draußen überleben? Dann brauchst du Munition und Medikamente. Also, willst du jetzt handeln oder nicht? Klingt gut. Dünger. Ja, wir müssten halt mal Krams verkaufen, aber dann müsste ich das gezielt hier hinbringen. Ah, Diamond City. Ich kann nicht behaupten, schon in Diamond City gewesen zu sein. Die größte Stadt im Commonwealth. Brauchst du was? Willst du was wissen? Hier kannst du damit anfangen. Wie läuft der Handel mit Diamond City? Gut, wenn mein Mann mal dazu kommt. Das geht aber nur, wenn die Farm zuvor nicht überfallen wurde. Warum glaubst du wohl, dass ich Munition und Medikamente verkaufe? Du kannst dich nicht verteidigen? Dann schluck dich das Commonwealth. In Ordnung. So, Melonen. Okay. Mr. Abernathy? Viel Glück im Kampf gegen diese Raider. Ich hoffe, du wirst es nicht brauchen. Okay. Lucy. Bist du hier, um die Kronkorken für deine gesammelten Melonen abzuholen? Jawohl. Ja, hier, bitte. Großartig. Danke für deine Hilfe. Okay, dann gehen wir mal nach unten zu dem Schrottplatz-Dings da. Da hinten. Hatte ich hier nicht Krams weggeworfen? So, da kann ich auch gerade noch aufschreiben. Abernathy Farm.
Und wo sollte ich für die hin? Ah ja, okay. Do not open during operation. Okay. Wood. Treffer 1. Na, das hilft mir jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel. Außer safe kann es nicht sein. Core. Okay, also dürfte das eher ein erster da sein. Cool. Ja. Protektron-Steuerung. Aha. Dieses Interface ist ausschließlich für Techniker das mit Robcore-Lizenz vorgesehen. Der unsachgemäße Umgang mit Protektron-Einheiten kann bleibende Schäden verursachen. Eine Einheit laden inaktiv, verbunden. Eine Einheit mit diesem Terminal verbunden. Persönlichkeitsmodus auswählen. Konstruktion. Rechtsvollzug. U-Bahn-Begleitung. Aha. Erste Hilfe. Mhm. Parameter zurückgesetzt. Einheit aktivieren. Einheit wird initialisiert, zugewiesen, Subroutinen werden geladen. Bitte weisen Sie das Personal in der Nähe der Aufladestation an, Platz zu machen. Aktivierung Protektron zu Diensten. Bitte bewahren Sie im Fall einer Verletzung Ruhe. Sehr schön. Quellendes Wasser. Kommt man aber nicht so ganz gut durch. Ah ja. Rüstungswerkbank. Oh, und haufenweise Krams. Mhm, nehmen wir alles mal mit. Also, wahnsinnig viel ist es jetzt doch nicht. Wir können es da... Ah.
Okay, dann müssten wir mal... Da, wie kommt man denn da rüber? Da rein. Schnell ausmachen, bevor die YouTube-Copyright-Claims wieder reinkommen. So. Zup, zup. Da ist nix. Oha, Grognak. Perfekt. Mhm. Kritische Treffer bei waffenlosen Nahkampfangriffen verursachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Wohnwagenschlüssel. Mhm. Schere. So, was haben wir denn hier? Ladungsverzeichnisse. Das erste. Karte aktualisiert. General Atomics. Zielort General Atomics Fabrik wird ausgeliefert. Typ Paletten. Uranpaletten. Was haben wir hier? Motors ausgeliefert. Treibstoffzellen. Und hier. Mass Fusion. Abfall. Fässer. Super. Protokolleinträge. Nachricht überprüfen. Bitte Leute, vergesst nicht, dass Lieferungen über meinen oder Tims Tisch gehen müssen, bevor sie rausgehen können. Das ist extrem wichtig. Liefert auf keinen Fall direkt an den Kunden, besonders nicht, bevor wir die Papiere geändert haben. Ihr müsst mich oder Tim die Ladung einmal durchgehen und unterzeichnen lassen. Die Sache ist ernst. Leute, vermasselt es nicht. Es sei denn, ihr wollt unbedingt wie dieser letzte Vollidiot enden, der die gesamte Ladung geliefert und uns damit fast den Arsch gekostet hat. Blake, der Boss. Aha. Okay, verlassen. Wir haben ja jetzt... Okay. Den Schlüssel gefunden, aber ich gehe hier gerade nochmal rein. Da hatte ich nämlich die... Diese Ecke noch nicht fertig gemacht. Ist auch noch was. Okay. Ja. Okay, dann können wir hier raus. Schöne Musik. Siedler. Und ein Einsteiger-Safe. Ja. Das nehmen wir alles mal mit. Wicked Shipping. Aber ich habe irgendwelche Schlüssel gefunden.
Wicked Shipping Wohnwagenschlüssel. Ah. Naja, Wohnwagenschlüssel. Der Begriff trifft's nicht wirklich. Wahrscheinlich eine falsche Übersetzung. Okay. Damit wären wir hier wohl durch. Da ist nichts. Ermüdung. So. Flottenliegeplätze. Abgeschlossen. Was? Was soll mir denn das hier sagen? Okay, dann gehen wir mal in die Stadt. Beziehungsweise da ist, ja genau, da waren wir eben schon. Kann ich auch eigentlich den Weg jetzt entlang laufen? Der Weg geht ein bisschen weiter nach Süden noch. Mit. Komm her! Sicherung. So, dann schauen wir uns mal die Stadt genauer an. Wir haben nicht mehr viel Kapazität. Dann gehe ich hier mal wieder abladen.
So, das war falsch. Transfer. Gesamten Schrott lagern. Und dann gucken wir noch mal. Hier müssten wir dann das Gewehr haben, ja. Das Gewehr schießt 45er. Ah, okay, das ist eine andere Munitionsart. Ja. Red Hirschleder Outfit. Naja. Wir sind immer noch bei 114. Gucken wir mal, dass wir das nochmal sortieren nach Gewicht. 1, 1, ja. Es ist halt die ganze Nahrung, die so schwer ist, schätze ich. Naja, aber kann ich jetzt auch nicht weggeben. Und dann fehlt mir die wiederum. Ja, ich werde jetzt hier auch dann mal... Hier könnten wir auch mal... Wasser brauchen. Machen wir das gerade. Ressourcen. Wasser. Produziert 10 Wasser, produziert 3 Wasser, das reicht ja. Was war das andere? Industriell produziert 40. Okay, eins reicht mir. Jawohl, dann essen wir was. Wobei, ja, dann werde ich hier erstmal... Wir könnten das hier natürlich auch ausbauen. Ich weiß auch nicht, wie sinnvoll das ist. Schutz. Geschütztürme. Ja, falls er dann überhaupt da drüber schießen kann. Wahrscheinlich sollten wir dann eher noch eine Plattform bauen.
Strukturen. Teil. Dächer. Okay. Schutz. Geschütztürme. Schwerer MG-Geschützturm. Ach so, den kann ich nicht bauen, weil... Okay. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. So. So, damit hätten wir Wasser, Energie. Da müssten wir jetzt noch ein Windrad bauen. Oder halt irgendeinen anderen Generator. Energie. Generatoren. Also ein ganz kleines Ding reicht ja in dem Fall. Ja. Und dann bauen wir hier auch so ein Ding. Dann können wir hier wen anwerben. Dann baue ich da noch gerade. Zurück. Strukturen aus Metall. Fertighäuser. Das hier ist tatsächlich ein richtiges Fertighaus. Oder halt das hier. Das ist eigentlich ganz cool. So eine Mondsiedlung. Wiederum so riesig, dass es da nicht wirklich hinpasst. Nein, halt nicht. Dann nehmen wir hier so kleine Dinger. Und Stufe aufgestiegen. Sehr gut. Okay, zurück. Dann kommen, bauen wir da... Nein. Dann bauen wir da gerade Betten rein. Möbel. Betten.
1, 2, 3. Mehr soll es eigentlich auch gar nicht werden. War das hier eigentlich unnötig? Ist egal. Jetzt brauchen wir noch Essen. Das wird man hier oben dann wahrscheinlich nicht machen können. Da kommt dann auch schon jemand. Nichts zugewiesen. Wir haben hier schon zwei Leute jetzt. Ressourcen, Essen. Melone. Ja, mehr haben wir gerade nicht. Kommt dann noch. Na, das hier sieht schon noch ein bisschen scheiße aus. Strukturen, Metall. Wände. Okay. Es gibt also keine Treppen für Metall. Naja. Mhm. Ja, da müssen wir dann einfach nochmal was anbauen. Dann werde ich hier auch erstmal wieder einen Schnitt machen und dann werden wir beim nächsten Mal in die Stadt laufen und weiter erkunden. Das hier können wir noch wegmachen. Jo, also ciao und bis zum nächsten Mal.